Scheint wohl, als ob die eher denkt, das ist gar nicht echt. Oder weiß, dass es nicht echt ist, im Gegensatz zu den anderen Leuten, die denken, dass es echt ist. Wir scheinen noch nicht viel Nützliches über Redman herausgefunden zu haben, oder? Nein, es ist schwierig, etwas über jemanden herauszufinden, der sein Möglichstes tut, ein Rätsel zu bleiben. Ich hätte gedacht, wer Cat heißt, ist eine gute Rattenfängerin. Hahaha. Sehr witzig, Sherl. Ich glaube, wir müssen unsere Suche etwas ausdehnen. Befragen wir doch mal Leute in etwas weiterer Entfernung. Ich will meinen Haushund doch nur im äußersten Notfall durch eine Katze ersetzen. Oh weia. So, also es geht weiter irgendwo hin. Okay. Ja, hier ist ja eigentlich nichts weiter. Also müssen wir wohl zur Guildhall. Oh, ich muss mir erst alles merken, was jetzt passiert ist. Sonst weiß das ja... Oh, ich muss hier mal weiter tippen, damit das bla 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 bla. Moment, nee, das kann sie dann lesen. Oh Gott, da guckt sie schon wieder so böse. Wenn Oma Enigma so guckt, dann ist das echt... Oh, creepy. Ups. Okay, ich gehe da mal weiter. Der Arbeitsplatz von Londons Bürgermeisterin und anderen Mitarbeitern der Stadt. Ja, da waren wir ja schon mal. Da will ich aber auch hin. Los. Los. Meine Güte, hier an der Guildhall treiben sich um diese Zeit aber viele Leute herum, oder? Moment, jetzt kann es weitergehen. Oh, Moment, mir ist mal gerade mein Mikro ja runtergefallen. Huchi. Das sind vermutlich die ganzen Büromenschen von hier, die nach der Arbeit nach Hause wollen, Ernest. Fragen wir so viele Leute wie möglich, ob sie etwas über Redman wissen. Oh Gott. Oh nö. Oh weia. Büromensch. Ja, Benny ist ein Büromensch. Okay, Hinweismünze in diesem komischen Steinding. Hinweismünze in einer der Fahnen. Nee. Hier bestimmt auch nichts. Oder? Also drinnen brennt noch Licht. Wahrscheinlich ist noch jemand bei der Arbeit. Ich frage mich, ob die Guildhall bei Touristen beliebt ist. Ist sie besonders berühmt? Wisst ihr das? Ich kann sehen, dass drinnen noch Leute unterwegs sind. Um diese Uhrzeit sollte niemand mehr arbeiten. Niemand, Cat! Die Kantine der Guildhall ist hervorragend. Man ist schnell dran, bekommt viel für sein Geld und das Essen ist köstlich. Yay, Essen! Ich vermute, Bürgermeisterin Lovonida ist auch nach Anbruch der Dunkelheit noch schwer bei der Arbeit. Ich mag zwar die modernen Gebäude, aber die alten sind es, die London seinen einzigartigen, ganz eigenen Charme verleihen. Aha. Okay, hier ist eine Münze. Hier können sich bestimmt die Leute ausruhen, die es nicht ganz bis zur Tür schaffen, oder? Hi! Hi! An die Person da im Chat. Ah, okay. Nein, und auch an dich. Hab schon gedacht, du grüßt mich mal. Was? Das will ich doch niemals tun. Was? Ich hatte schon gedacht, endlich hat sich mein Wunsch erfüllt. Oh. Nein, Quatsch. So, wie weit bist du? Ich bin bis da. Also, geh erstmal den Text durch. Nicht. Nein. Kannst du ja mal gucken. So? Na, das kannst du dir angucken. Nee, mach ich nicht. Ich muss ja schnell durch. Also, sie ist der Meinung, Redman ist so eine Geschichte, wo sie sich das ausdenken. Und sie liest viele Zeitungen und bla bla bla. Okay. Und dann, ja, sollen die weiter bis zur nächsten Straße. Und da gucke ich jetzt erstmal nach Hinweismünzen und dem ganzen Kram. Okay. Das Spiel, wie ist das so? Man kann außer spielen. Die Hauptcharaktere bis jetzt. Ja, bis auf die Hauptcharaktere und ein paar Rätsel. Ja, und ein paar Rätsel ist es eigentlich echt gut. Also ich mag es halt, dass die Musik so von alten Heldenteilen verwendet wird, um ein bisschen das Spiel. Wie auch hier. Ja.
Nö, also ehrlich gesagt, ich würde es nicht für die Hauptcharaktere spielen, aber so an sich. Vielleicht wird die Story ja auch interessant, wenn irgendwann mal Layton rauskommt. Also mehr zu Layton. Ja. So, ich weiß nicht, hier in der Laterne ist eine Hinweismünze. Da unten in diesem Steinding. Und da musst du noch eine finden. Sie ist ein bisschen in die Jahre gekommen, diese Bank, aber sie hat wenigstens vor kurzem etwas Farbe abgekriegt. So schön. Es ist doch schön, dass es noch Grünflächen an der Guildhall gibt, auf denen man entspannen kann. Ja, ich weiß, wo die hin. Ja. So, von wo nach wo gehen wir? Ringo! Okay. Trommelwirbel! Entschuldigen Sie, könnten Sie uns vielleicht helfen? Haben Sie schon einmal was von Redman gehört? Ringo Gnau? Was? Gnose? Das heißt aber nicht so viel wie Star. Der müsste Ringo Star heißen. Egal. Ich habe nicht nur von ihm gehört, sondern ich rief Trommelwirbel, Hilfe! Als ich mal wen brauchte, und zwar nicht irgendwen. Und da kam er. Wieso fragen Sie? Sie meinen, Redman ist tatsächlich aufgetaucht, um Sie zu retten? Bingo! Ringo! Erzählen Sie uns bitte alles darüber. Ringo, erzählen Sie uns bitte alles darüber. Ich heiße nicht Bingo, ich heiße Ringo. Oh, also, das war vor ungefähr 3 Monaten, glaube ich. Ich war dort drunten in Bowlen Hill. Unten? Drunten stand da. Ja, aber da gab es ein kleines Kino, wo ein alter Film von Reggie Director gezeigt wurde, den ich mir ansehen wollte, auch wenn es diesmal, Trommelwirbel, kein U-Boot gab. Ein paar Trottel tauchten auf und wollten mir mein Geld abknöpfen. Ja holla, was haben sie da gemacht? Ich sagte natürlich nein, aber das waren richtig fiese Unken, die haben mein Nein einfach nicht angenommen. Die wollten mich hart rannehmen. Was? Und dann ist... Redman aufgetaucht. Oh Gott. Und dann hat er den für sie beide gemacht. Nein, die hatten sie schon. Oh, da fällt mir ein Punchline ein. Red Bull verleiht Flügel, ich mach euch Beine. Nein, wie auch immer. Er hat ihnen eine Dosis ihrer eigenen Medizin verabreicht. Es waren nämlich Ärzte. So hatte ich Zeit zum Fliehen. Oh, sie wissen also gar nicht, was danach passiert ist? Also mit Redman meine ich. Nein, ich habe einfach nur schleunigst die Beine in die Hand genommen, die er ihnen gemacht hat, weil die brauchten die ja gar nicht. Deswegen habe ich die genommen und habe gesehen, ob ich die irgendwo verscherbelt bekomme. Nein, ich schätze, ich hätte mich nicht wirklich bedanken sollen. Naja. Er ist verschwunden, weil sich keiner bedankt hat. Ja. Das war also in Bowlen Hill, meinten sie? Genau, anscheinend taucht er dort ziemlich oft auf. Ja, ich habe gehört, dass Bowlen Hill nicht gerade der netteste Teil der Stadt ist. Da soll es jede Menge Kleinkriminalität geben und auch so ein bisschen Großkriminalität oder Riesenkriminalität oder gigantomanische Kriminalität. Genau. Jupp, mich bringen da keine 10 Pferde mehr hin, sondern eher die Beine, die er ihnen gemacht hat. Wenn es sie dahin verschlägt, sollten sie sehr vorsichtig sein. Vielen Dank für die Warnung. Und das waren auch sehr hilfreiche Informationen. Ja. Redman taucht also in Bowlen Hill auf, ja? Ja, das ist gut zu wissen. Dort können es auch andere Leute geben, die ihn getroffen haben. Fortgeschrittene Kriminalität fällt mir noch ein. Die ultimative. Ja, nee, das ist keine normale Durchschnittskriminalität. Das ist fortgeschrittene Kriminalität. So SpongeBob so ein bisschen. Da war es Dunkelheit. Dann lasst uns mal in die Richtung gehen und nachschauen, was wir herausfinden können. Was? Ich dachte, es gab ein Rätsel. Gar nicht? Oh. Nicht bei ihm. Okay, dann nächste? Ja. Kein Rätsel! Wir belästigen sie ja nur ungern, Conny.
aber haben Sie schon einmal von Redman gehört? Redman? Ja, habe ich, glaube ich. Ja, ich habe von ihm in der Zeitung gelesen. Oh, also ich würde ja Sie auch mit Lovoni da shippen. Ja. Oh, das wäre so süß. Ja. Ah, verstehe. Dann wissen Sie also nichts mehr über ihn? Nein, nicht wirklich. Natürlich ist er für mich als Beamte gewissermaßen ein Vorbild. Ich meine, wissen Sie, dass man den Bürgern von London tatkräftig hilft? Meinen Sie, dass Sie die Art von Mensch sind, die rasch eingreift und hilft, wenn ein Mitglied der Allgemeinheit mal Probleme hat? Oh, tja, nein. Ich meine, ich dachte mir, ich könnte vielleicht mit Bodybuilding anfangen. Nein, raus aus meinem Kopf. Davon würde ich gerne ein Bild sehen. Nein, doch, falls jemand zeichnen kann, macht ein Bild davon. Nein, ich will das süße Bild von ihr in meinem Kopf behalten. Ja, ich will es auch behalten, aber auf der anderen Seite, ich würde gerne wissen, wie das aussieht. Mega, Conny. Weiter. Ja, so ihre Megaform, genau. Bodybuilding, Das ist doch keine Frage der körperlichen Stärke. Sie können den Menschen auch so helfen, wie sie sind. Da bin ich mir sicher. Ja, sie brauchen einfach nur so viel Geld, dass sie sich eine riesengroße Ansammlung an technischer Ausrüstung leisten können. Wie Batman das macht. Ich weiß nicht. Wenn man nicht stark ist, dann muss man schnell sein und Benny! Benny, Rätsel! Nächste Chance aufzuholen! Benny! Wird er auch mit I geschrieben am Ende in den anderen Teilen? Gut. In dem anderen Teil. Hallo, ich habe ein brandneues Rätsel. Nur für Sie. Kam erst heute raus. Mit einem Sie müssen aber ein Popagno kaufen. Ein Rätsel? Wie wunderbar. Ach, warum wollen Sie alle nur immer Rätsel und nie Popagnos? Aber gut, der Kunde ist König. Hier also Ihr Rätsel. Und das Popagno zeige ich Ihnen nur. Nummer 86, Sportquiz. Die Bilder zeigen Erfolg und Misserfolg in zwei verschiedenen Sportarten. Das Bild links zeigt Erfolg, das Bild rechts Misserfolg. Leider war es in dieser Wahl nicht so. Beide Sportarten werden von der Seite gezeigt. Und zwar aus demselben Blickwinkel. Ach so, du meinst die Bundestagswahl. Ja. Vinti, hol dir die 31! Ja! Ja, ich feuer dich an. Ja, Moment, bitte. Ich könnte dir helfen, aber nein. Die Bilder oben zeigen Fußball. Aber welcher Sport wird durch die Bilder unten dargestellt? Welcher Sport? Warte mal. Das Bild links, das Bild rechts. Zeigt Misserfolg. Das, was mir einfällt, ist leider... Länger. Ja, also ich hätte erst an Volleyball gedacht. Nee, hab ich nicht. Jetzt weiß ich, wie man das löst. Es ist eine Sportart, oder? Es ist eine Sportart, aber nicht mit so einem Ball wie einem Fußball. Aber meinten die nicht, hä? Die meinten doch, die Bilder unten... Das ist nicht so ein runder Lederball mit viel Luft drin. Okay. Gock, hab ich auch erst gehabt. Ja, es ist Golf. Die 31 kommt noch. Ja, ich habe auch erst gedacht, also es hätte ja auch Volleyball sein können. Ich habe gedacht an Rugby. Aber ehrlich gesagt, Gras ist ja auch in Volleyball nicht so. Ich habe an Rugby irgendwie gedacht. Ja, aber das wäre ja auch zu viel, ja. Aber warum Rugby? Weil das ist ja... Muss auch der Ball meistens in der Luft sein. Aber das ist ja mehr so ein Handei. Ja, und? Also so ein anderes. Das ist ein Ball. Aber ist nicht so, sieht nicht aus wie der Ball dort. Ja, und? Erfolg, Hole in One. Wenn du ein guter Golfer bist, landet der Ball im Loch.
Ja, das kann man auch als Metapher sehen. Weißt du, also das war ja mal ein wirklich schönes Rätsel. Ja. Danke, ich hoffe, Sie haben in Zukunft noch mehr von der Qualität. Eigentlich handle ich ja mit Poponios, nicht mit Rätseln. Aber okay, vielleicht sollte ich meine Rätsel verkaufen. Und ein Poponio dazu, damit du... Ja, damit du die endlich mal los wirst. So, wir sollen nach Bowlin Hill, also... Ja.